denn hier noch ein bisschen... Ja, ja, okay. Oh, nein. Sag mal! Ich glaube, der will getasert werden! Ey! Oh, tasern! So, hier ist Medic! Wir brauchen einen Medic für den Medic! Der hat mir in die Fresse gehauen! Ich habe ihn getasert! Fahr mal links, große. Oh, die Koppas! Waren das NPCs oder? Ob NPCs? Was ist denn da passiert, sagen Sie mal? Mach mal auf! Also, ich muss ganz. Also. Gefahren wie die Bekloppten hier, ne? Ich, hallo? Geht's Ihnen gut? Entschuldigung. Ja, ja. Schleifschuss. Ich bin schon etwas älter und, also passen Sie auf, hören Sie mir zu. Der Mann neben mir. Ja, ich bin's. Ja. Der ist hergegangen und hat während der Fahrt einfach. Ja, ich sag es auch schon. Ich hab einfach nach seinem Knüppel gegriffen. Der hat nach meinem Knüppel gegriffen. Und nach ihrem Knüppel gegriffen. Ja, einfach so. Und ich wollte jetzt natürlich nicht, dass er nach meinem Knüppel greift. Und sicher? Und dann habe ich seine Hand weggenommen. Und dann habe ich natürlich nicht mehr beide Hände, so wie ich es in der Fahrschule gelernt habe, am Lenkrad gehabt, sondern nur noch eine. Und dann habe ich, hab ich Panik bekommen, weil nur noch eine Hand am Lenkrad war. Und dann bin ich auf die Bremse und habe das Lenkrad rumgezogen. Und nun, er fasst jetzt meinen Knüppel nicht mehr an. Aber jetzt ist leider zu diesem Unfall gekommen. Und dann sind wir auf der Suche nach einer Kirche, wissen Sie. Mein Name ist Vater Valentin und das ist Vater, wie ist eigentlich dein Name? George Nolan. Also, die sitzen mit jemandem im Auto, und dessen Namen sie nicht kennen und es spielt an ihrem Knüppel. Ja, nein, ich bin George Vater, Nolan, an meinem Knüppel gespielt. Ich habe mal in Los Santos gewohnt, aber diese blöde Reihen, der hat mich vertrieben. Dann fahren wir einfach weiter. Ja, fahr doch einfach weiter. Dankeschön. Fahr du doch einfach weiter, Bruder. Ich verstehe gar nicht warum du blockierst hier Gehweg. Wegen einem Unfall. Ja. Gute Besserung. Danke. Hey, du da, komm mal ein bisschen näher ran ans Fenster hier. Vater Valentin. Ja. Wollen wir fahren? Ja. Ich hab den Kopf einfach ich wollte das Feuerwerk noch sehen. Was für ein Feuerwerk? Wir haben doch von dem Feuerwerk geredet. Guck mal, da vorne sitzt der wahre George Nolan auf der Bank. So, der verkauft uns ein Handy. Loch, ja, die Freund und Helfer, ja klar. Hey Leute, ich bin's, der Valentin, und ich stehe gerade am Baumarkt. Ich bin jetzt im Fernseher und bei mir ist mein Freund, der Nolan. Yeah. Und irgendeiner spielt hier schon wieder merkwürdige Musik ab. Ja, wir wollten nochmal Hallo sagen, ne, auf unserem Tiptop-Kanal. Hier kommt jetzt regelmäßig Content. So, mal gucken. Ich habe das Tiptop aufgenommen. Ich würde das mal hochladen. Und ich habe es auch selber geliked, natürlich. Das ist jetzt auf @valentin auf Tiptop. Aber hat das auch Audio? Unglaublich guter Content. Es grüßt der rote Baron. Hashtag wir sind Hartmut. Hashtag heilige Raute. Ja, hier ist euer Nolan. Ich grüße euch herzlich. Hallo, Toppi, Tiki. Wir sind hier gerade. Wir haben uns gerade niegelange neue Handys gekauft. Mich und Vater Valentin. Wir sind jetzt auch dabei. Folgt uns. Küsschen aufs Nüsschen. Support ist kein Mord. Ich habe gar nicht aufgenommen, glaube ich. Ja, Mann. Cool. Ja. Ja, Mann. Wie Pulp Fiction. Hörst du auch diese Musik die ganze Zeit, Mann? Ja, lass ihn ins Erschießen. Okay, Mann. Welchen? Den auf dem Fahrrad? Kann mir killen, den. Wo ist der? Weiß nicht, Mann. Ich hab keine Muni mehr. Warte, Mann. Ich geb dir welche. Hier, Alter. Ich hab doch noch. Gracias, amigo. Wollen wir nicht einfach deren Auto nehmen? Oh, hier läuft Musik. Wer von euch kleinen Wichsern will mein Auto nehmen? Echt mal! Oder? Ja, hier gibt's Dietricher. Soll nicht scheiße. Hat nicht irgendeiner von euch gerade gesagt, wollen wir nicht einfach deren Auto nehmen? Ja, ich nicht. Hab ich dir nicht eben was gesagt dazu? Ich hab's dir eben gesagt! Soll ich dich scheppern oder was? Ich hab's dir eben gesagt! Noch einer? Nein. Ich hab dir vor einer halben Stunde gesagt, steigst du mein Auto ein, klaust du meine Karre, werde ich dich erschießen, Mann. Dann habe ich dich in die Gasse geschickt. Und jetzt kommst du hier hin, sagst, soll ich mir nicht den hier ein Auto nehmen und steigst dann wieder ein. Ich hab dir genau das gesagt. Genau das habe ich dir gesagt. Nein. In nomine Patri Filii et Spiritus Sancti. Noch irgendwelche Worte, bevor du stirbst. Es tut mir leid. Aua. So, und jetzt kannst du die heilige Raute, kannst du mal um Verzeihung bitten. Echt mal. Tschüss, mein Schlappen.
Es tut mir leid, oh heilige Raute. Ja, wir sind die Gang. Ja, Mann, die Kirche ist die einzige Gang. Haben wir uns verstanden? Ja, ja. Und wenn du mal eine Kirche gründen willst, dann kommst du zu uns und dann zahlst du schön 50.000 in die Kirchenkasse. Haben wir uns verstanden? Okay. Können Sie nicht so schreien, bitte? Ich versuche mich mit dem Mediziner zu unterhalten. Was für ein Mediziner? Das ist der Typ, der krepieren, den habe ich dadurch erschossen, damit er wieder aufgehoben wird. Ist er also doch erschossen worden? Ich dachte, er wäre von der Bananenstadt aus. Ja, nein! Der Typ da in der schwarzen Pulli hat ihn erschossen. Medic, ich glaube, der Job ist getan. Sie haben alles versucht, was sie konnten. Alter, warum trägst du überhaupt... Ich glaube, sie haben alles versucht, was sie konnten. Sehe ich auch. Danke für Ihre Hilfe. Ist jetzt hinten. Okay, auf Wiedersehen. Was denken die eigentlich, mit wem die sich hier anlegen, ja? Aber die sind eigentlich ganz nett. Und seine Mission wird auch immer wilder, wenn wir hier vorbeikommen. Ist er da noch drin? Nee. Hey, warte mal, was ist denn da los? Warte mal. Wo? Keine Ahnung. Wir können mal versuchen, die einzupacken. Und weil wir die nicht mehr auspacken können? Ich weiß nicht, ob es mittlerweile vielleicht auch Repariertypen gibt. Lass mal diese App benutzen. Mal sehen, womit man auch ein Taxi rufen kann. Ich schau mal. Hier, Fahrer anfordern. Haben Sie uns alarmiert? Wenn ihr unser Uber seid, dann habe ich euch gerufen. Nein, wir sind leider die Polizei. Okay, Moment, ihr seid aber... Sie Autos gebaut, warte. Ihr seid aber nicht über die Uber-App jetzt gerufen worden, oder? Wir wurden gerufen für eine Streife. Moment, haben Sie... Wir wissen aber nicht von wem. Haben Sie einen Dispatch bekommen? Wir bekommen alle 30 Sekunden 1000 Dispatches. Also okay. Es lief nicht direkt als Dispatch ab, es lief eher über eine App ab. Über eine App? Ja. Habt ihr Nachricht. Habt ihr euch Drive Now runtergeladen? Nein. Negativ. Sicher? Ja. Ich habe einen Uber bestellt. Da klaut jemand gerade ihren Streifenwagen übrigens. Nein. Ein Zivilkollege, aha. In dem Streifenwagen, das bringt nicht allzu viel. Hallo, ich kurz bestören. Guten Tag, stören Sie ruhig, kommen Sie dazu, im Kreis stehen ist unsere Spezialität, das machen wir den ganzen Tag. Ich meine Medic, ich wurde gerade angeschossen. Von wem das denn? Kam irgend so ein Auto angefahren, da stiegen drei Leute aus und fingen an, auf mich zu schießen. Ach du Heilige. Können Sie das Auto beschreiben, die Leute beschreiben, wir nehmen uns dem natürlich an. Aber keiner von uns ist Arzt, es sind Polizisten und zwei alte Männer, die mit einem Auto in der Gegend rumfahren und einen Uber bestellt haben. Das ist natürlich schlecht. Ich dachte, das ist... Aber Sie haben Glück, junger Mann. Wissen Sie was? Denn zu meiner Linken ist Vater Valentin. Mein Name ist Vater Nolan. Und wenn Sie uns hier gleich versterben, ist das kein Problem. Wir bringen Sie direkt auf den Friedhof. Ja, genau. Und Sie bekommen dann auch eine schöne Predigt. So. Wie ist Ihr Name, damit ich eine schöne Rede vorbereiten kann? Richard. Ja. Nee, machen Sie sich keine Sorgen. Sie bekommen eins der schönsten. Alles klar. Gräber. Mir stimmt irgendwas nicht. Was ist los? Was hast du? Ich glaube Hunger. Ach, das muss man ja auch essen. Ach. Trinken, ja klar. Hat jemand was zu essen? Schnell vielleicht? Irgendjemand? Leider nichts. Ganz schnell vielleicht? Ich könnte den Dollar Nein, geben. Nein, so ganz schnell vielleicht? So richtig schnell? Wenn Sie keine Autoschlüssel essen wollen, nicht. Nein. Ja, super, ein Dollar, der hilft mir nicht. Ja, lutsch dran. Ja, ich sag schon mal gute Nacht. Ne? Kann man hier... Oh nein! Valentin! Ja. Heilige Scheiße. Alter! Jetzt gibt dem Mann doch was zu essen. Hey, Nolan! 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 Wir werden krankenhaus. Ja. Ich weiß Nolan, nicht, drück mal G und mach mal Kinomodus. Jetzt kannst du Kinomodus sehen, wie ich sterbe. Ja, warte, ich mach noch dramatische Musik über Epidemic. Okay. Könnt ihr mal einen Arzt rufen? Ja, ich muss nur den Kinomodus beenden. Ich bin am Verbluten. Was muss ich mal drücken? Geh. Wir, aber ich bin am Verbluten. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Rufen Sie doch mal Medic. Alter, hier steht, ich bin in 9 Minuten hirntot. Hilf mir! Warte, die Person ist nicht hier verfügbar. Es gibt keine Krankenwegen. Bitte, ja, guck mal. Warte mal, diese Feste, oh mein Gott. Okay, ja, so okay. Besser. Nein, ruhig richtig drücken, ich brauch das nochmal in meinem Alter. Wissen Sie, ich bin schon 40. Oh, wollen Sie Schmerzmittel haben? Ich würde, wenn Sie ein paar Opiate haben, würde ich da nicht Nein zu sagen. Danke für die Hilfe. Ich hab leider nur Morphin dabei. Ja, auch das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ja, ist das nicht auch ein Opiat? Und woher kriegst du einen Taser?
einfach Magier. Einfach mal in ihren Taschen schauen. Hätte mir einer von ihnen Taser gegeben. Hast du da in die Ration? Geil. Ah! Ja. Und dich taser ich. Und dich taser ich auch. So, alle getasert. Hä, warum? Das klingt doch nach Geld. Warum zielst du auf mich? Willst du auch getasert werden? Oh, nein. Hier, nimm Taser. Die brauchen was für ihren Kopf. So, Medic, ich hab die alle hier getasert. Ja, sehr gut. Wir kümmern uns drum. Ich hab die alle getasert. Ich hab für Ort und Recht und Ordnung gesorgt. Das und war Sicherheit. Ja, für Sie. Das war der Zorn Gottes, den ihr gerade gespürt habt. Ja. Alle getasert. Was mit unserem Auto? Lassen wir hier stehen? Ja. Wollt ihr die... Ich habe nur ein Problem. Ich kann sie nur einzeln fahren. Ich habe nur ein Massaker. Ich finde leider sonst keine anderen Autos, die ich kaufen kann. Das habe ich meiner Oma... habe ich geerbt von meiner Oma. Da, okay, komm. Wir werden selber Uber-Fahrer für $2 pro Kilometer. Ja. Ey, das ist eine geile Idee für die ersten. Eine wirklich gute Idee. So, komm, wir gehen in unser Fahrzeug und machen dem Konkurrenz. Wir haben eins, wo wir zwei mitnehmen können. Es wäre $1! Fick dich, Schaufelbaggerfresse. Das ist wirklich eine gute Idee. So, wir werden Uber-Fahrer jetzt. Ja, so, Mann. Scheifenau. $2 der Kilometer. Warte, ich will auch so eine. Soll ich mich auch registrieren? Dann können wir doppelt fahren. Du brauchst mindestens $5,000. Okay, du machst das alleine. Scheiße. Wir müssen mal kurz zur Bank. Komm, wir legen zusammen, jeder 2,5. Okay, ich hab doch eben was von dem Gangtypen gekriegt. Und der andere bringt uns ja in 48 Stunden noch was. Wie viel denn nochmal? Ich habe eine Kopfverletzung, die beeinträchtigt meine Sicht. Ausrufezeichen. So, jetzt müssen wir ein bisschen Geld abheben, dann können wir Uber-Fahrer werden. Ich weiß nicht mehr, wo ich mir ein neues Handy kaufen kann, ne? Am Baumarkt. Ich brauche ein Handy. Ja, was geht, Mann? Hey. Was geht ab? Braucht ihr noch länger? Weil ich bräuchte echt wirklich dringend Geld. Und du stehst mir leider im Weg. Ja, brauch auch Geld. Muss noch. Oh, sorry. Hey. Sag mal, ziehst du hier nochmal schön die Hände hoch. Jetzt schön die Hände hoch, aber ganz langsam. Was sollte das denn werden hier? Wolltest du mich ausrauben oder was? Wolltest du ihn ausrauben oder was? Ich habe auch kein Geld, aber es war nur eine Zuckung. Hä? Warte, George, ich taser den. Ich smoke den, Mann. Ich taser den. Ich hab das Rap in der Hand und bam! Ja, ich hab ihn getasert. Das war kein Tasern, Mann. Doch, natürlich. Ich hab ihn getasert. Das funktionierst du nicht mit den Tasern. Sollte ich meinen Arzt rufen? Denn mein Taser hat's wirklich in sich. Schlag mich nie wieder. Sonst will ich wiederkommen und dich zweimal tasern. Das ist ein echt krasser Taser, ne? Wie ist dein Name? Pascal. Reinhard. Pass mal auf, Pascal. Wenn ich in dieser Stadt hier irgendwo höre, dass zwei ältere, liebenswerte Männer durch die Gegend laufen und vielleicht irgendwelche Leute bewusstlos schlagen oder mit einer Waffe bedrohen, sage ich dir ganz ehrlich, Pascal, ich werde dich finden und ich werde dich töten. Ey, ich schwöre, ne, das bleibt unter uns. Sehr schön, Pascal. Sag Walla. Sag Walla. Okay, dann glaube ich ihm. Und jetzt wischt er die Tränen aus seinem Gesicht. Hier, ich hab ihr Geld. Was für Geld? Das? Ich sollte ihm doch $2,000 bringen. Oh, 2,500. Das ist der mit 2,5. Krieg ich meinen Ausweis wieder? Ja, erst das Geld, dann der Ausweis. Okay. 2,500, ja? Los, lass überwachsen, den Zaster. Aber Dali, meinst du wirklich, jemand ruft ein Coupé so? Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass jemand ein Coupé ruft. Aber wir verdienen nur $2 den Kilometer. Das ist jetzt nicht so viel. Ja, du musst Umwege fahren, ne? Du kennst Taxischrecken, ne? Natürlich. Mann, ich bin schon 40, natürlich. Nee, 44. Ich hab einen kolumbianischen Freund, der hat in Los Santos mal 11 Monate fürs Taxi gearbeitet. Der hat auch immer extra Umwege gefahren, weißt du? Dem hinter uns sein Rücklicht ist kaputt. Sein Vorderlicht ist kaputt. Mhm. Ey! Gott zum Gruße! Heid rennen, los! Das war einfach, wir haben gewonnen. Woher hast du eine Limousine? Ich habe einen Im- und auch ein Exportgeschäft. Und wenn Sie einsteigen in unsere qualifizierten Transportmittel, dann Sie können kaufen Obst.
Hinten machen die Jungs ihnen gute Geschäfte. Oh, oh. Das stimmt nicht mit mir. Moment, ich muss herausfinden, was. Slash Heal. Geht das? Das geht, ja. Also für sie geht's, für uns nicht. Wir sind einfache Volk. Aber sie, heilige Raute, sie können Slash Help und halt Slash Heal machen auch. Hey, stimmt. Ich habe auch gar keinen Hunger mehr. Schon geht es ihnen gut. Gar kein Problem. Ich helfe ihnen gerne. Danke. Hat noch einer Hunger? Ich hätte ein bisschen Essen dabei von der heiligen Raute. Ich. Ey, sag mal, weißt du, ob ich irgendwo mein Auto ein- und ausparken kann, damit es repariert ist? Slash Repair Vehicle. Ich glaube, Slash Repair sollte reichen, oder? Nee. Muss Vehicle sein. Gucken Sie? Super. Ist ganz schnell. Ist ein Reparaturservice von mir. Woher weißt du sowas? Weil ich habe probiert, aber ich kann nicht, weil ich bin nicht diese Admin. Mach mal Slash Clean Vehicle. Nur wenn ich diese Admin bin, ich kann das auch tun, aber ich kann nicht. Darum, ich kaufe alle zwei Minuten ein neues Auto. Ich habe Ems im Telefonbuch. Ich auch. Ich weiß nicht, warum der Einzige ist, den ich im Telefonbuch habe. Oh, der ist genauso dumm. Medical Service. So, wir müssen weiter. Ach so, Gutmutel, Dankeschön für deinen Follow. Bullen, aber ich glaube, die suchen uns nicht mehr, oder? Lass sie mal suchen. Fahr mal hier rechts. Hä, lass sie mir zuparken. Hä, was? Wer hat da geredet? Hä? Hier hinten sitzt meine Gang im Auto. Wir haben einen Gangwagen. Ging. Ja, aber warte mal. Hier einpacken. Warte mal, wer hat da gerade eben geredet? Warum, hä? Ich fahr rückwärts, obwohl wer hat gerade gesagt, fahr mal rechts? Da sitzen drei Leute im Auto. Drei Leute, ja. Ja, wer redet nochmal alle? Hä? Hallo? Hey, hallo. Wer hat gerade gesagt, fahr mal rechts? Das ist Don Turbo. Nein, ich hab nicht rechts gesagt. Ich hab lass die Cops zu parken gesagt. Hä, bin ich doof? Ja, Auto ist kaputt, Heide, wir müssen neue nehmen. Ich fahr mal zum Arzt. Warte mal, das ist das Krankenhaus? Ja. Das sind sogar Medics. Nee, geht nicht, kann dir keinen machen. Braucht ihr einen zweiten Schlüssel? Nee, wir brauchen in erster Linie Hilfe. Ich blute die ganze Zeit. Ich meine, ich habe göttliche Kräfte, weil ich von der Kirche bin. Aber trotzdem verliere ich die ganze Zeit Blut. Können Sie mir nachgucken, vielleicht? Denn hier noch ein bisschen. Ja, okay. Oh, sag mal! Ich glaube, der will getasert werden! Tasern! Medic! Wir brauchen einen Medic für den Medic. Der hat mir in die Fresse gehauen. Ich habe ihn getasert. Der hat uns einfach angegriffen, aus dem Nichts. Ich weiß nicht warum. Komm, tu nicht so, das war nur. Er hat noch irgendwas geschrieben, von wegen, kann ich ein Foto machen oder so, und dann hat er ihn angegriffen. Boah. Sie kommen zu uns für Hilfe, da müssen Sie nicht gerade den Kollegen umschlagen. Sag mal, ich mein, willst du mich verarschen oder was? Der hat mich geschlagen, dann habe ich Notwehr begangen. Nein, ich habe das Verband nur feste gezogen. George! Nee. Du hast es auch gesehen oder nicht? Ich hab's gesehen. Der hat mir doch gerade eine reingehauen. Ja, du hast ihm eine reingehauen, Mann. Und dann habe ich dem eine zurück reingehauen. Bam! Ja. Perfekt, Heide, viel Spaß. Heide. Ja, sagen Sie, ich baue uns eine Kirche, George. Ja, und wenn Sie fertig sind, und Sie uns ein Hut, ja? Ich kann uns wirklich eine Kirche bauen, glaube ich. Captain.